Herzlich gratulieren dem David Lengauer. Es gibt ein Wort, eine Eigenschaft, die einen Unterschied ausmacht. Disziplin. Wenn du keine Disziplin hast, kannst du jeden Erfolg vergessen. Jeder erfolgreiche Mensch oder jeder Champion, jeder Sportler, der was erreicht hat, hatte Disziplin. Ohne dem geht's nicht. Die Disziplin, hart zu arbeiten, auch wenn es niemand sieht, wenn niemand hinschaut. Die Disziplin, weiterzumachen, auch wenn du in einer schwierigen Phase bist. Die Disziplin, sich gut zu ernähren, auch wenn du andere Optionen hast. Auch wenn andere um dich herum nicht so stark sind und es nicht schaffen. Einfach die Disziplin, Nein zu sagen. Die Disziplin, weiterzumachen, wenn es weh tut, wenn es anstrengend ist. Wenn es auch mal keinen Spaß macht, wirklich durchzuziehen. Darauf kommt es am Ende an. Weil solche Phasen hat jeder. Aber da muss man durch und da zeigt sich einfach dein Charakter. Das Leben gibt dir nicht, was du willst, sondern was du dir verdienst und was du dir erarbeitest. Und wenn du nicht dafür gearbeitet hast und wenn du nicht alles dafür gegeben hast, dann hast du es nicht verdient. Und dann wirst du es auch nicht bekommen. Gleichzeitig wird aber jemand anderer hart dafür arbeiten, während du dich ausruhst, und er wird es bekommen. Er wird deine Träume verwirklichen, er wird deine Ziele erreichen. Das willst du doch nicht, oder? Ich gebe dir einen Tipp. Zieh es einfach durch. Setz dir ein Ziel und zieh es durch und bleib stark. Und auch wenn du unten bist, auch wenn du am Boden bist, mach einfach weiter. Und nach jeder Downphase wird es auch wieder nach oben gehen. Sei einfach ein fucking Gewinner. Sei ein Gewinner und sei diszipliniert und mach dein Ding. Niemand kann dich aufhalten. Es gibt kein Glück so. Du bist selbst dafür verantwortlich. Niemand kann dich aufhalten und nichts kann dich stoppen. Außer du selbst. Das ist der einzige Gegner, den du hast. Und den besiegst du mit Disziplin. Dann kannst du alles schaffen. Alles. Sport hat mein Leben verändert, weil es mir eine Perspektive gegeben hat und ein Ziel gegeben hat. Du kannst einfach an etwas arbeiten. Weißt du, du hast ein Ziel, du willst wohin. Du hast einfach eine Perspektive und kannst einfach jeden Tag an etwas arbeiten. Und das ist so wertvoll im Leben. Weil das, was dich unglücklich macht im Leben, ist doch, wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst. Oder keine Perspektive hast oder kein Ziel hast. Oder nicht weißt, wo du hin willst. Das ist doch das, was dich richtig unzufrieden und unglücklich macht. Ich jung war, ich war echt teilweise uncool drauf. Ich habe echt auch viel Blödsinn gemacht. Und das ist bei vielen Jungs so und bei vielen Jugendlichen so. Zum Beispiel auch beim Boxen, das sind doch meist Leute, die auch vielleicht Probleme haben privat oder vielleicht auch viel Blödsinn machen. Und Sport und Boxen, vor allem Kampfsport auch, gibt dir dann wirklich einfach ein Ziel. Und dadurch hat Sport meinen Charakter geprägt und es hat mir eine Sache gegeben, Disziplin. Dein Training durchzuziehen, deine Ernährung durchzuziehen, diszipliniert zu werden, und das nimmst du in dein generelles Leben mit und übertragst es einfach in dein Leben. Und deshalb ist Sport unglaublich. Es kann dein Leben verändern, zu 100%. Und noch ein Gefühl zu bekommen, dass du was kannst. Die ganzen Jungs oder alle, die zum Beispiel jetzt zu Boxen beginnen, die bekommen ein Gefühl, dass sie gut sind, dass sie etwas können. Und dass sie etwas schaffen können. Ich würde niemals das hier alles machen. Ich hätte niemals so ein Mindset und ich hätte niemals so eine Einstellung und so einen Charakter ohne Sport. Die Disziplin, sich etwas vorzunehmen und das durchzuziehen. Und das habe ich so extrem. Ich habe so einen heftigen Ehrgeiz. Sogar Freunde und meine Freundin zum Beispiel sagt, dass mein Ehrgeiz nicht normal ist. Ich setze mir ein Ziel und ich ziehe das durch. Egal was dazwischen kommt, egal was, ich ziehe das durch. Und das habe ich durch Sport gelernt. Und das ist Selbstdisziplin. Und das ist so verdammt wichtig im Leben. Das Ganze hat sich in meinem Zivildienst gezeigt. Ich war da jeden Tag von 7 bis 18 Uhr, also 11 Stunden am Tag, und 55 Stunden pro Woche habe ich da gearbeitet bei der Rettung als Sanitäter. Und ich bin jeden Tag im Rettungsgewand, im Sanitätergewand nach Wien gefahren, boxen, 2 Stunden, nach Hause schlafen. 9 Monate lang. Es gab nur noch Arbeit, Zivildienst, ja, und da ist eigentlich jeder abgefuckt. Jeder will danach nur irgendwie Freizeit haben, weil das einfach teilweise eine sehr anstrengende Zeit ist, weil du auch viel ausgenutzt wirst und so. Aber ich wollte das. Ich konnte da nichts abhalten und in dieser Zeit habe ich so einen Ehrgeiz und so eine Disziplin entwickelt. Und das hat mir mein ganzes Mindset und meinen ganzen Charakter und meine ganze Einstellung für mein jetziges Leben gegeben.
ohne Sport, ja, und vor allem auch damals ohne Boxen, wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Ich bin ja noch irgendwo. So, man kann so viel erreichen, meine Ziele sind so groß, aber trotzdem, es geht um deine Einstellung. Und das Wochenende haben dann alle genutzt, um Freizeit gemacht, sich einen reinzusaufen etc. Und ich war im Boxgym, obwohl gar kein Training war. Ich war in der Früh an meinen zwei freien Tagen unter der Woche, wo ich irgendwie nur Zeit hatte, stand ich im Boxgym und habe geboxt. Ich war ein Freak, ich war ein richtiger Freak. Ich war Ernährung, Training, der größte Freak. Und ich habe so eine Motivation, ich stehe in der Früh auf, ich hau mir einen Kaffee rein, ich will sofort weitermachen, ich will weitermachen, machen, machen, machen. Mir ist scheißegal, ob Montag oder Sonntag ist, mir ist das komplett egal. Es gibt bei mir kein Motiviertsein oder Nicht-Motiviertsein. Für mich kommt gar nicht in Frage, dass ich heute was mache, weil das für mich auch nicht Arbeit ist, es ist meine Verwirklichung. Und es ist einfach, ich denke gar nicht drüber nach, weil ich Disziplin an den Tag legen muss. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, faul zu sein. Ich sage keinem, dass man so sein muss wie ich, ja. Man muss nicht so eine extreme Disziplin an den Tag legen. Aber verdammte Scheiße, wenn du Ziele hast, musst du was dafür tun, sonst wirst du es nicht erreichen, das habe ich schon gesagt. Und deshalb musst du Selbstdisziplin an den Tag legen und das durchziehen. Egal was ist, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht von irgendwelchen Leuten in der Scheiße einreden, sondern zieh durch, was du vorhast. Mach was. Und scheißegal was, mach einfach was. Alle zögern immer und alle wissen nicht was und sie trauen sich nicht. Mach einfach was. Und ich habe Respekt vor jedem, der einfach irgendwas macht. Selbst wenn ich nicht dahinter stehe oder wenn ich das ein bisschen Blödsinn finde, er macht wenigstens was, weißt du? Er traut sich das, das einfach zu machen, durchzuziehen und nicht nachzudenken, was andere darüber denken, weil das hält uns am meisten im Leben auf. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, die man hat. Man beginnt mit Dingen nicht, weil man Angst vor der Reaktion von den anderen Menschen hat, oft auch von dem engsten Umfeld. Was denken die Familie drüber, die engen Freunde, lachen denen aus etc. Und deshalb zögert man und macht oft nicht das, was dir eigentlich im Herzen ist, was du wirklich aus dem Herzen heraus machen willst. Und das ist der größte Fehler. Weil du ernsthaft nicht in deinem Leben was erreichen willst und das probieren willst, was du willst, weil du Angst davor hast, was andere darüber denken, ja? Und auch wenn du selber sagst, du hast keine Angst davor, es ist im Unterbewusstsein. Unterbewusst machen sich fast alle Gedanken, was der Rest darüber denkt, aber darauf musst du scheißen. Darauf musst du komplett scheißen. Und wenn es dir wirklich egal ist, was die anderen darüber denken, erst dann bist du wirklich frei, hast keine Angst davor und kannst das tun, was du aus dem Herzen heraus machen willst. Mach es. Es ist dein Leben und lass dich nicht von irgendwelchen beeinflussen. Und wenn du etwas schaffst, redet jeder von Glück. Ja, der hatte Glück und er hatte Glück. Ich scheiß auf Glück. Niemand hatte Glück. Jeder, der erfolgreich ist, der etwas geschafft hat, hat sich verdammt nochmal den Arsch dafür aufgerissen. Und zwar wirklich den Arsch dafür aufgerissen. Und ich mittlerweile, ich weiß das. Erstens, weil ich mir den Arsch dafür aufreiß, aber auch, weil ich sehr viele, sehr erfolgreiche Leute mittlerweile kenne, die schon viel geschafft haben. Und jeder von denen, niemand von denen hatte Glück. Jeder hat so verdammt in seinem Leben Gas gegeben und hat auch Dinge dafür liegen lassen, ja, weil man muss einfach irgendwann entscheiden und jeder hat das einfach verdient. Es gibt eine sehr wichtige Sache, an die du denken musst und das ist Geduld. Es stimmt schon, wir leben einmal und die Zeit rinnt, aber trotzdem ist das Leben lang und du hast Zeit und du musst langfristig denken, du musst long term denken. Du darfst nicht dran denken, was du jetzt in 2 Monaten schaffst. Alle denken immer, wenn sie was machen, musst du sofort Früchte tragen. Verdammt, du musst dran denken, was du in 5 Jahren erreichen kannst. Ich habe vor 5 Jahren begonnen und ich habe die ersten Jahre nur Blödsinn gemacht und alles ausprobiert etc. Und es hat überhaupt nicht Früchte getragen und es hat so ausgesehen, als würde das überhaupt nicht funktionieren. Aber ich habe den Shit durchgezogen. Ich habe einfach weitergemacht und das habe ich beim Sport gelernt. Einfach niemals aufgeben und ein Ziel im Auge halten. Natürlich musst du auch smart arbeiten, also auch klug denken, aber verdammt, ich habe nicht aufgegeben und ich habe long-term gedacht. Und jetzt sind 5 Jahre vergangen und jetzt bin ich gerade da, wo ich jetzt bin. Und trotzdem ist das bis jetzt nur ein kleiner Schritt, weil jetzt wird das Ganze noch viel schneller steigen. Und ich denke nicht daran, wo ich in einem Monat bin, sondern ich denke daran, wo ich jetzt in 5 Jahren bin. Und so kannst du extrem viel erreichen. Geduld ist das eine, aber trotzdem auf der anderen Seite jeden Tag Gas geben und schnell sein. Weil es ist einfach Fakt, dass wenn du was im Leben erreichen willst, wenn du was schaffen willst, dass du richtig viel arbeiten musst. Arbeiten ist jetzt nicht am Computer, beim Sport ist genauso Training, ja? Dass du einfach richtig viel Arbeit an den Tag legen musst, um ein Ziel zu erreichen.
viel mehr, als man denken würde. Ich hätte früher nie gedacht, wie viel man eigentlich für etwas tun muss, wenn irgendetwas mal funktionieren soll. Du musst so verdammt Gas geben, jeden Tag. Das Wichtigste ist, dass alle Bereiche deines Lebens passen. Du bist nicht glücklich, wenn es nur im Beruf passt. Es muss genauso in Bezug auf Beziehungen mit Freunden, mit Familie. Gesundheit ist wichtig. Es gibt sehr viele Bereiche und die müssen alle passen. Aber im Bereich Verwirklichung, im Bereich Beruf, hast du dann gewonnen, wenn du etwas findest, was dir Spaß macht, wo du dich verwirklichen kannst und wo du dir denkst, das möchte ich jeden Tag in meinem restlichen Leben machen. Und wenn du das gefunden hast, musst du einfach schauen, dass du damit auch irgendwie Geld verdienen kannst, dass du davon leben kannst. Weil du lebst einmal und du verbringst nun mal mit deinem Beruf, ja, ich sehe das Ganze bei mir nicht als Beruf, sondern als meine Berufung, meine Verwirklichung, mein Ding im Leben. Und damit verbringst du nun mal am meisten Zeit im Leben. Und wenn du das findest, hast du gewonnen. Und gib einfach dann alles dafür mit Disziplin, dass du daraus etwas machst, dass du das dein ganzes Leben machen kannst. Do what you love. Daran musst du dich jeden Tag erinnern. Mein Ziel ist es, das weiterzugeben, dass Menschen etwas erreichen, das habe ich schon sehr oft gesagt. Und der erste Schritt, um das zu schaffen, ist Selbstdisziplin. Disziplin ist alles. Weil je mehr du machst, desto mehr wirst du schaffen. Je mehr du tust und in etwas rein investierst, desto mehr schaffst du. You get things done. Und das sagt einfach alles. Awards und Preise, also ich hatte das noch nie, ja. Ich finde das auch eher nebensächlich, auch Followerzahlen etc. sind nebensächlich. Was da auf Social Media, auf Instagram abgeht, je mehr Likes du hast etc. Bullshit. Egal wie viele Likes du hast, wenn da keine Community, nicht wirklich Menschen dahinter sind, die dich supporten, die da etwas dabei sind, denen du wirklich etwas gibst, ist das Bullshit. Und der Award bedeutet mir deshalb so viel, weil es ein Voting-Preis war und ein Community-Preis. Und ich habe es wieder vergessen zu sagen, ich habe es nicht auf YouTube gesagt, ich habe es nur auf Instagram gesagt und wir hatten nur 2 Tage Zeit und wir haben trotzdem gewonnen. Ja, und sogar die Leute, die gewotet haben, haben als Kommentar bei mir geschrieben, dass das einfach diese Community zeigt, dieses Team zeigt. Wir hatten 2 Tage Zeit und haben trotzdem gewonnen, weil alle gewotet haben, weil dieses Team wirklich dahinter steht. Das ist mein Team, das ist meine Army. Die Leute, die das Ganze hier unterstützen, die unsere Bücher haben, die im Team sind, etc. Das ist mein Team. Und das ist wirklich ein Team. Und das ist nicht wie bei anderen irgendwie komische Follower. Das ist ein Team, eine Community. Und deshalb habe ich auch sehr viel Arbeit investiert in eine große Überraschung, die am Mittwoch kommt, in 3 Tagen kommt. Und einfach für dieses Team, weil ich habe zugehört, weißt du, ich bin mit allen in Kontakt, was sie sich am meisten wünschen, was einfach für die ganze Community richtig geil wäre. Und da habe ich dann nochmal einen draufgesetzt und wir haben monatelang dafür gearbeitet und in ein paar Tagen ist es soweit und es kommt diese Überraschung und es wird für mich ein unfassbarer Moment, es wird Gänsehaut für mich, wenn ich die Reaktion von der Community sehe, was sie dazu sagt. Ich hoffe, dass es einfach für sie auch eine richtig schöne Überraschung ist und dass sie sagen, David, Wahnsinn, danke, dass du das alles machst für uns. Das wäre mein Traum so. Ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, wirklich jetzt, weil das bedeutet mir extrem viel alles. Und das wollte ich vor allem auch vor Weihnachten machen, damit man auch diese Message, die wir haben, diese Community, diese Sport-Message, Sporternährung etc., dass wir das verbreiten können. Und vor allem auch zu Weihnachten, weil man das dann auch anderen schenken kann. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, das selber zu schaffen, sondern dann noch andere Menschen motivieren, mit Sport, Ernährung etc. zu beginnen und etwas zu erreichen. Das ist unsere Aufgabe und deshalb wird das ein geiles Weihnachten und ich würde mir wünschen, dass wir ja, anderen das auch schenken, einfach diese Message verbreiten. One Team. Ich danke echt jedem von euch, der da für mich gewotet hat, beziehungsweise wirklich allen, diese ganze Community, diesem ganzen Team. Das ist euer Preis und 2019 wird richtig geil. Ich danke von ganzem Herzen, Leute.